Wach auf. Wir waren lange genug hier. Lasst uns gehen. Ja, hast recht. Tifa, komm. Du hast viel erreicht. Das lasse ich dir. Meinst du mich? Wohl eher nicht, was? Sag, weißt du zufällig, wo Seruf ist? Hat mich bei einer wichtigen Übertragung versetzt. Ganz schön peinlich. Das war auch keine angemessene Bühne. Was hast du erwartet? Wie konnte ich das vergessen? Ihr reichen Bengel habt Ansprüche, was?
Wie dem auch sei, ich hab, was ich wollte. Wir sind dem Krieg endlich einen großen Schritt näher. Sag schon, Glenn. Dieser Krieg ist doch nur ein Versuch, mich von Sephiroth abzulenken, oder? War zu offensichtlich, was? Egal. Die Vorbereitungen laufen. Wir werden selbst ein verheißenes Land erschaffen. Deinen Vater wirst du übertreffen. Ein billiger Abklatsch? Kein Interesse. Aber das ist genau, was du verdienst. Es war kein Traum. Es war real. Die Welten verschmelzen und trennen sich. Und finden wieder. Zusammen. Was hat Aerys da drin letztendlich gemacht? Hey? Ah? Na, sieh mal einer an. Damit sind wir startklar. Miau.
ist einfach nicht fair. Eris. Die schwarze Materie. Reunion. Los, dann steigt mal ein. Ja, gleich da. Nicht nach oben sehen. Jetzt gucke ich doch erst recht hin. Dann mach halt, aber krieg keinen Schock. Da ist nichts. Ist nur eine Illusion. Mehr nicht. Okay, nach Norden. Wir suchen Sephiroth. Norden? Genau, er ist dort. Soldatintuition. Nicht schlecht. Bist ja doch ganz nützlich. Na gut. Wir vertrauen dir, Cloud. Alles hängt von dir ab. Vergiss das nicht. Ist eine schwere Last. Bereit dafür? Was heißt hier schwere Last? Wir haben keinen Platz für extra Gepäck. Nur keine Sorge. Ich komme damit klar. Gute Reise. Und du findest zurück? Was wäre denn, wenn nicht? Das hier ist doch quasi meine Heimat. Okay. Aber was, wenn dir etwas passiert? Dann schicke ich Rauchzeichen. Okay. Achte drauf. Ich werde den Meteor aufhalten. Also mach dir keine Sorgen. Hörst du? Kümmer du dich um den Rest. Klar. Ich werde Sephiroth finden und besiegen, okay? Versprochen? Versprochen. Lebt wohl.